Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast. Ich habe bemerkt, dass die Kamera wieder nicht mitgetan hat. Tut mir sehr leid dafür. Und ja, als das Spiel uns im letzten Part rausgekickt hat, hat es sich gleich selbst zerstört. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat sich einfach vom Steam-Account gelöscht. Von selbst. Ich muss das neu installieren. Wir haben zum Glück die Spielstände noch. Ich weiß nur gerade nicht. Okay, wir sind ja hier. Okay, das heißt, Specky ist irgendwo in der Nähe, ne? Ja, ja, da kommt er schon. Der Kettenrassler. Wir verstecken uns wieder hier drinnen, sicherheitshalber. Okay, machen das Ganze halt nochmal. Tut mir sehr leid. Das kleine Eck dort, aber ja. Ich hatte recht, der Part war zum Glück schon beendet. Also wir haben die Länge erreicht gehabt, das ist sehr, sehr gut. Und ja, ich hoffe, dass die Kamera jetzt funktioniert. Für den Fall, dass es nicht tut, stellt euch einfach vor, das Bild dort in der Ecke, das würde euch immer zuwinken und hätte ganz angstverzerrtes Gesicht und so weiter. Das wäre sehr treffend. Ich glaube, er ist weg. Jo. So. Wir brauchen Wasser, ne? Haben wir das schon? Habe ich das schon gemacht? Mit Wasser und so, das zu aktualisieren quasi. Ja. Es ist, öffne zuerst die zwei Ventile. Du bist doch ein Ventil. Öffne zuerst die zwei Ventile, wieder mal. Wenn ich wüsste, wo. Er atmet schon wieder schwer. Jo. Ich nehme mal an, hier drüben. Stimmt, da geht er hier durch die Gegend rum. Er hat mich, er hat mich, er hat mich, er hat mich. Er hat mich. Oh, Sackgasse. Ja. Hui. Tür zu, Tür zu. Danke. Ich glaube, das hat nichts mehr gebracht. Hallo. Ja, ich mag dich auch. Au. Komm ich noch hoch? Kann ich noch laufen? Irgendwo hin? Ich weiß nicht, wohin. Alles dunkel und finster und ich habe keine Ahnung. Na! Schnell, 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 schnell! Gott des Christus, Alter! Kamera weg, Entschuldigung. Ventile und so, ne? Ist weg. So, geht da. Alter Leckfetten. Zwei Ventile. Jo. Das ist gerade ein bisschen kacke. Ich weiß es meistens in dem Raum und darüber hinaus noch da, ne, kriecht er rum. Ich muss schneller kriechen. Kann ich unter den Tisch mich verstecken? Geht er da drüber, ne?
Wir müssen auch, scheiße, da lang. Ich kann nur schleichen momentan, er hört und sieht mich sonst. Ja. Er kommt, glaube ich. Fuck. So ein Dreck. Okay, geht wieder weg. Steht einmal an der Tür. Boah, ey. Ich schreibe mir nur schnell die Zeit auf, wegen Part und so, ne? Bitte sehr weg. Dieser Specki, ne? Zum Glück raschelt er nämlich mit seinen Catchern. Somit habe ich eine kleine Chance, unentdeckt bleiben zu können. Steht der Speck hin, ne? Komm, geh weg. Alter. Ich bin, glaube ich, sowas von verkehrt, ne? Da kann ich kein Ventil sein, oder? Da bin ich sicher 100.000%ig verkehrt. Muss ich warten, bis er da ist und wieder weggeht, ne? Da bin ich mal falsch. Da ist nur ein Büro. Ich habe nicht meine Batterie, ne? Leider. Alter. Bin ich froh, wenn diese Aufnahmesession vorbei ist, ey. Kommt er? Ich höre ihn nicht. Warum muss hier eigentlich immer wieder Wasser sein, was man braucht, ne? Jetzt geht er runter.
da gerade nicht mit. Da oben ist ja auch verkehrt, oder? Von da sind wir ja Kummer eigentlich, oder? Da oben sind wir gekommen, ne? Oder, oder? Schon, ne? Bin total orientierungslos. Ja, sicher. Da habe ich sicher irgendwas übersehen, oder? Boah, ey. Ich muss gerade ein bisschen rumschleichen. Ja, es steckt das Spiel schon wieder. Alter, wenn es jetzt nochmal aufgehängt hat, dann höre ich auf mit dem Spiel. Ich schwöre. Ja, es hat sich aufgehängt. Und wenn es nochmal gelöscht hat, höre ich auf. Ich schwöre es euch. Dann spiele ich es nicht mehr weiter. Wir hören uns gleich wieder. Vielleicht. Und abermals Hallöchen, ihr Lieben. Ich glaube, der Raum hat es in sich. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die Kamera schuld ist oder ob das Spiel einfach nicht mehr mag mit mir. Mich würde es ja nicht wundern. Was es auch ist, es ist doof. Gerade eben. Und ja, bisher hat das Spiel sich nicht wieder selbst deinstalliert. Es ärgert mich jetzt gerade nur ein bisschen. Ah ja. Ich habe gerade vergessen, wie viele Minuten wir schon hatten. Ist er weg? Ich glaube. So. Na. So, ich fürchte, dass das Spielchen hier irgendwie ein Problem hat mit muss mal kurz still sein. Ich glaube, das Spiel hat Probleme mit meiner Kamera. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das ist schon die letzten Tage über ein bisschen komisch gewesen und zur Not muss ich es halt wegtun. So. Der eine Raum da drüben war ja für A und F, ne? Da hinten? Waren wir da hinten schon? Ich glaube nicht, ne? Mhm, man kann hier raus, das ist schön. Da hinten waren wir noch nicht, ne? Schauen, wie er geht. Wahrscheinlich geht er eh darauf. Na, Specki. Was machen wir? Na, er kommt wieder hierher. Okay. Geh einfach mal. Ah, ich glaube, da unten geht es sogar weiter. Hier geht es überhaupt weiter, glaube ich. Psst. So laut. So. Hä? Achso, Schrank, genau. Der ist spinnt. So, was haben wir hier Schönes? Aha. So. Batterie oder irgendwas? Ne.
Da haben wir schon das erste Ventil. Das heißt, der gnädige Herr wird gleich hier sein. Wo war jetzt der andere Spind? Oh, zu spät. So, da müssten wir hoffentlich sicher sein. Schauen wir mal. Werden wir gleich sehen. Wieder gleich herkommen, denke ich mal. Aber ich meine, das erste Ventil haben wir schon. Das ist ja schon gut. Supi, supi, supi. Fehlt nur noch das zweite. Irgendwie kommt da gar nicht her. Das ist jetzt gerade komisch. Hört. Ah, jetzt guck mal. Oh, wo bin ich? Da. Ich hab keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Da unter dem Tisch wollte ich rein. Jetzt ist er da. Ich bleib mal so stehen, dann sehe ich die Tür. Vielleicht sehe ich dann seinen Schatten oder seine Silhouette, wenn er aus der Tür da vorne wieder verschwindet. Dann können wir nämlich gehen. Ich glaube, jetzt kommt er wieder, ne? Oder? Das ist echt doof mit dem Kettengeraschel. Wieder, ne? Oh fuck. Das echt, warum sieht er mich da? Das ist so gemein, ey. Das ist wirklich gemein. Ja, es versperrt er mir die Tür, ne? Ich hasse diese Tür. Ich kann ihn nicht so tun. Ja, das war klar, ne? Weil es nur ein gibt. Jetzt verrecke ich jetzt sowieso wieder, ne? Geht da richtig? Ich glaube schon noch. Bin ich wieder im gleichen Raum? Da geht's halt weiter. Scheiße, verdammt. Immerhin, den ersten haben wir schon. Scheiße, wo war das zum Durchkriechen?
Da gab es ja wohl was zum Durchkriechen, oder? Ach, das habe ich nämlich jetzt total vergessen in meiner Aufregung. Also, es hat nur so ausgeschaut. Die Kiste da. Ach, da gab es gar auch nichts zum Durchkriechen. So, das erste Ventil haben wir. Ich habe nur keine Ahnung, wo das zweite ist. Duft, 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 das Herz, ne? Immer noch der Kerl. Wo könnte das zweite sein? Specky, ey, der macht mich fertig. Glück gehabt. So, und jetzt habe ich keine Ahnung mehr, ne? Waren wir da vorne in dem Raum schon drin? Ich weiß es gar nicht. Ah, das ist der Raum. Ja, da war wieder. Das war wieder doof von mir. Da ist natürlich kein Ventil. Da ist aber auch, glaube ich, nirgendwo eine Tür zum Weitergehen gewesen, ne? Das kann doch mal fast hier sein, oder? Weil da drüben ist Sackgasse und die andere Seite ist auch Sackgasse. Es muss irgendwo weitergehen. Finde ich halt. Aber das ist ja nur ein Büro, wieso soll es da weitergehen? Ich bin auch sicher blind, ich übersehe bestimmt irgendwas Wichtiges. Irgendwo ein irgendwas zum Durchkriechen. Echt überfragt. Alter.
Okay, wo könnte es sein? Da drüben waren wir jetzt hier schon, ne? Der Rest ist immer voll mit Gerümpel. Kannst du nicht mal das Gerümpel wegmachen, Freund? Da drüben ist Sackgasse. Da drüben ist Sackgasse, ne? Es wäre schön, wenn es da drüben irgendwie weitergehen würde. Von keinem, von dem Raum da drüben kommt man nicht weiter, von dem Raum da drüben kommt man nicht weiter. Schöne Aussichten sind das. Und er steckt schon wieder. Du kannst so nicht spielen, echt? Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab echt keinen Bock mehr. Du kannst nichts schauen, du kannst nichts machen. Alle paar Minuten hängt sich das Mistspiel auf. Entweder ist jetzt echt die Kamera schuld. Ich werde dann... Ja, ich werde das hier jetzt mal beenden. Ich hab echt keinen Bock mehr. Beim nächsten Mal werde ich es einfach ohne Kamera probieren und wenn es weiterhin so blöd läuft, dann lasse ich das jetzt sein. Echt. Ganz ehrlich. Das muss nicht sein. Na gut, ihr Lieben. Dann ist der Part heute sehr, sehr kurz. Ich muss gerade meinen Frust ein bisschen, ja, wegmachen sozusagen. Na gut, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Und wenn es blöd läuft, sogar für immer. Also mit Outlast halt, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen meiner Fails. Es geht ja oft kleine Stückes voran. Mal gut, mal schlecht. Ich bin gespannt, wo der zweite Dings gewesen wäre. Oder sein tut. Vielleicht ist ja wirklich nur die Kamera schuld. Dann mache ich die einfach aus. Dann müsste das Spiel hinhauen. Ja, wenn es weiterhin so zickt, weiß ich echt nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Und ja. Ja. Dann lassen wir das mal so. Also, wir hören uns und sehen uns vielleicht dann beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer das Video schaut. Und eben, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!